Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Hertha BSC Rettungsprojekt. Wir sind angekommen, also kurz vor dem Spiel, dass ich so viel spielen darf. Ja, ich bin stolz auf dich. Marco Richter, dass sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, sonst muss ich den Verein wechseln. Ich bin stolz auf dich. Ja, dass wir sind wieder zurück, kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern, nachdem wir im letzten Spiel sensationell gegen Hansa Rostock gewonnen haben mit 4:3, müssen wir es gegen Kaiserslautern, den nächsten Gegner aus einer unteren Liga, erledigen. Und das werden wir auch wieder, wie gesagt, im kompakten Game machen. Ihr kennt mich. Transferangebot für Wertmüller. Machen wir natürlich Angebot annehmen. Wir nehmen sie alle an und mal sehen, wo er dann im Endeffekt hingeht. Wir brauchen halt das Geld, ne? Wenn man das so sieht. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, wir haben noch 10 Millionen und es steht einfach 10 Euro Budget. Beste Leben. Was wird uns denn als Job angeboten aktuell? Ja, wir wechseln natürlich. Natürlich wechseln wir nach Bayern oder nach Dortmund oder nach Gladbach, Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Leipzig, Atletico, Barca, Real, Bilbao, Betis, Celta Vigo, Espanyol, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Sevilla, Villarreal, Getafe. Es ist easy. Easy, was da für Mannschaften sind. Also ist klar, dass wir da hin wechseln können, ne? Wenn man das so sieht. Ein Moment. So. Ja, der Hund meinte, Stress zu machen, weil er irgendwas gehört hat. Wir gehen weiter direkt zum DFB-Pokal. Das Spiel wird ja kompakt gezeigt, wie schon gesagt. Und wir gehen auch direkt rein. Die Mannschaft müsste eigentlich stehen. Okay, da wurde mir auch nichts angezeigt. Ich hab Bock. Ich hab wortwörtlich Bock auf dieses Game jetzt. Da kommen wir. Martes Zeller, hätte 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Hat er gerade gesagt, Hallo Madrid? Oder habe ich das einfach nur gehört? Egal. Wir gehen rein. Let's go. Wir haben sogar Anstoß, deswegen bauen wir jetzt ganz ruhig das Spiel auf. Ich muss eben kurz ein bisschen leiser drehen. Weil mir nimmt das hier die Köpfe raus. Wir gehen wie immer über Iuke. Der setzt sich da auch gut durch. Kann in den 16er laufen, schießt und Keeper hält. Wir holen aber die Ecke raus. Und für die Ecke ist Aufgabe von Van de Beek. Kommt da nicht ran, Ejuke aber zu Kempf. Kempf kann den Ball nicht halten. Jetzt Kaiserslautern mit der Gegenbewegung. Oh gut, wir haben sie. Pimpong, Van de Beek. Und er steht im Abseits. Er stand im Abseits, weil ich eigentlich auch zu Luca Bacchio spielen wollte. Aber ja, was soll's. Jetzt ist es erledigt. Ja, zweiter Ball, wird wieder abgefangen. Wir können wieder was Eigenes aufbauen über Ejuke. Jetzt diesmal zu Tell. Tell ist durch, schießt und drüber. Also turbulente Startminuten. Und ja. FCK singen sie. Die Ultras von Kaiserslautern. So, jetzt kommen sie auch über die rechte Seite. Sind im 16er. Oh, kommen sogar durch. Oh, Alter, das war ein Ding. Gut, dass wir den noch gehalten haben. Aber wir können ihn nicht kontrollieren. Sie bleiben im Ballbesitz. Die wurschteln sich da durch. Die wurschteln sich da einfach irgendwie durch. Oder wie es jetzt momentan so Umgangssprache ist, die wuseln. Ziemlich wuselig, wie sie sich da machen. Wenn ich es richtig benutze, ich habe keine Ahnung. Ah. Wir kriegen ihn jetzt nicht richtig gebacken. Oh, der war ein bisschen spät. Es gibt Vorteil erstmal. Pimpong fängt den Ball ab, aber kann ihn nicht kontrollieren. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Über Tell. Van de Beek, besser gesagt. Jetzt Ejuke wieder. Ejuke wieder. Diesmal Luca Bacchio. Kommt er nicht. Der kommt nicht richtig ran. Hat er sich wieder irgendwie umgestellt? Aber nee, der hätte jetzt gerade geschossen und der hat vorhin geschossen. Brauche ich gar nicht drauf achten. So, let's go. Kaiserslautern ist stabil im Mittelfeld. Wir können froh sein, dass sie ein paar Ligen tiefer spielen, weil sie halt wirklich noch ein paar Flüchtigkeitsprobleme haben. Jetzt. Mathis Tell. Ja. Der war nicht gut gelaufen. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Ja, yeah, sehr guter Ball. Zu Tossard. Tossard schießt einfach mal, aber kein Problem für Lute.
So, wird jetzt wieder abgefangen, wieder Lute, dann wieder Tossa, diesmal Eyuke, verliert ihn aber direkt. Jetzt bewegen sie sich offensiv wieder, stellen sie gut durch. Abwehrspieler ist da. Come on, let's go, wehrt ihn ab, lasst sie nicht so kommen. Wird abgewehrt, perfekt, Vanderberg jetzt. Können wir was Eigenes aufbauen? Können wir was Eigenes aufbauen? Mathis Tell. Ref, der ging nur auf mich, aber egal, wir bleiben im Ballbesitz. Wir bleiben im Ballbesitz und da haben wir die Möglichkeit. Luca Bacchio in der 29. Minute mit dem wichtigen 1:0. Mit dem wichtigen 1:0 hätte ich vielleicht auch gerade passen sollen und nicht flanken. Dann hätte er vielleicht was draus machen können. Aber in dem Fall, in der 29. Minute ist er Matchwinner. So, erneut sind wir in der Vorwärtsbewegung. Eyuke, jetzt wieder die Flanke und Luca Bacchio mit dem Doppelpack in kürzester Zeit. Nice one. Meine Connection da vorne. LTE. ETL. Ja, ETL. Eyuke, Tell und Luca Bacchio. Ja, da ist er jetzt wirklich. Also da haben wir ihn echt gut ins Game kommen lassen. Ah, da wieder. Der Pass war nicht so stabil, aber wird abgefangen. Jetzt Eyuke wieder mit dem guten Ball auf Tell. Tell sieht Van de Beek. Van de Beek wird natürlich abgeklatscht, der Ball. Und Serda mit dem Schuss aus der Distanz, aber kein Problem für Lute. Egal, wir führen früh 2:0. Es ist natürlich sehr nice. Ah, Tell wieder, wird weggeklatscht. Wir kriegen Freistoß, wer macht sie bei uns? Luca Bacchio, haben wir keinen besseren. Suat Serda, Frempong. Kempf, Christensen. Ich lass Pfanne weg. Ja, macht ihn. Der zieht ihn jetzt schön hier rein. Come on, let's go. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gut schieße, aber er schießt nicht gut genug. Hätte ich ein bisschen weiter rechts machen müssen, denn eventuell wird wieder abgefangen. Ah, das war zu schön gedacht. Egal, jetzt die Konterbewegung von Kaiserslautern. Frimpong ist doch schneller, Frimpong ist schneller. Kann ihn gut klären. Luca Bacchio, kommt er nicht mehr dran. Es gibt Einwurf für Kaiserslautern. Wir müssen versuchen, hier am besten noch das 3:0 zu machen. Ja, das war natürlich klar, dass sie dann so weiterspielen, wenn ich so aufmache. Stark, stark verteidigt von Frimpong. Ist auch einer der wenigen, die mir sehr gut gefallen, genauso wie Eyuke. Also Eyuke und Frimpong sind Spieler, die mir sehr gut gefallen aktuell. Okay, der war schlechter Ball. Hätte ich vielleicht mal einen höheren Ball machen müssen, aber da haben wir jetzt die Möglichkeit. Vanderbeck läuft alleine auf Lute zu, da kommt der Pass. Und kein Problem für Serda, den zu verwandeln. Er steht vor dem leeren Tor. Und wir machen kurz vor der Halbzeit noch das 3:0. Wichtiges Tor. Wichtiges Tor für uns. Und wir gehen auch direkt in die Halbzeit. Nice one. Mit dem Halbzeitpfiff quasi. So, Spiel fortsetzen. Es geht direkt in die zweite Halbzeit im Stadion Europa. Natürlich heißt es so. So, gehen wir rein. Wir machen die Räume offen. Doch da ist Alderett wieder da. Kann hier klären. Wir können jetzt über Luca Bacchio. Er wäre durch gewesen, aber. Aber ich habe ihn vertändelt. So. Tell. Jetzt hat Luca Bacchio ein bisschen Platz. Wird wahrscheinlich auch seine letzte Aktion in diesem Spiel sein. Serda! Am Tor vorbei. Ich will Mittelstädt mal ein bisschen spielen lassen, obwohl Luca Bacchio jetzt seine zwei Tore gemacht hat. Kriegt Mittelstädt. Ein paar Minuten. Ich meinte Richter. Maulida auch. Für Eyuke. Und Bötius für Van de Beek. So, das kriegen wir hin.
Einfach mal Dreifachwechsel jetzt. In der 50. Zwei müssten wir noch haben, aber die sparen wir uns noch auf gegen Ende. So, Richter jetzt. Hat Platz. Bringt den Ball gut in die Mitte. Bossard verliert ihn. Ja, die Gegner. Ah, Frimpong mit dem kleinen Fehler. Oh, das wäre kritisch gewesen. Wäre der gefallen. Dann hätte es gelb gegeben. Ah, wir fangen ihn nur ab. So, jetzt. Jetzt die Gegenbewegung. Nein, wir kriegen sie nicht hin. Ich krieg sie gerade nicht wirklich rausgespielt. Come on, let's go. Ah, da ist der Schuss. Den fängt Christensen. Nice one. Jetzt wird er ausgeworfen. Wir schwimmen gerade ein bisschen. Ey, wir lassen sie einfach weiter spielen. Komm schon. Haben wir uns jetzt diese zwei Wechsel so krass aus der Bahn geworfen. Christensen klärt nur zur Ecke. So, gut geklärt. Bötius jetzt. Jetzt Bolde. Der Linksverteidiger über die rechte Seite. Da sprintet er. Da sprintet er. Geht in die Mitte. Bringt den Ball nicht gut. Das wäre zu schön gewesen. Können wir ihn da abwehren? Oh nein, jetzt haben sie über die rechte Seite viel Platz. Aber sie kriegen es nicht gebacken. Im Gegenzug, wir haben wieder den Ball. Verlieren ihn, aber behalten ihn. So, weiter. Guter Ball. Maolida ist durch. Kann ihn aber nicht verwerten. Es gibt nur Ecke. So, erneut die Ecke beim regnerischen Wetter hier in Kaiserslautern. Und da kommt der Kopfball drüber. Bitte. So. Ja. Die beiden liegen noch. Jetzt, Bötius. Wieder. Guter Blick für Maolida. Maolida, Tell! Und er Lute ist mit dem Finger. Mit dem Patscher ist er noch dran. Beste Leben. Jetzt kommt wieder der weite Ball. Richter kommt dran. Und es wird wieder zur Ecke geklärt. Weil die sich gegenseitig behindern. So, jetzt kommt er ein bisschen länger. Tossard kommt zum Kopfball und zieht daneben. Come on, let's go. 70. Minute. Geht hier noch was? Wird hier noch was fallen? Tore-mäßig. Guter Ball. Jetzt kommen sie über rechts. Spielen uns hier wirklich gekonnt aus, ne? Aber Christensen ist halt zur Stelle. Christensen weiß halt, was er machen soll. Okay, mein Pass war mehr als schlecht, aber er wird abgefangen. Deren Befreiungsschlag wird abgefangen. So, jetzt. Ach, und das ist jetzt ein Hin und Her mit den abgefangenen Bällen. Come on, let's go. Lass sie nicht in 16er kommen. Und er patscht ihn um die Ecke. Wir können hier nochmal gegen Ende. Was können wir nochmal machen? Bringen wir nochmal Mittelstädt rein. Und Omerovic gab auch nochmal rein für Kempf. Einfach nur der Frische halber. Komm mal, und jetzt die kurze Ecke. Oh, da lasse ich ihn stehen. Da lasse ich ihn stehen. Da kommt der Schuss. Da kommt der Nachschuss. An Freund und Feind vorbei. Es gibt Abseits sogar. Nice one. So. Ach ja, und dann genau zu ihnen. Anstatt zu denen, der frei ist, nehmen ein. Nein. Abseits. Ach komm jetzt. So, jetzt. Maolida. Maolida. Setz dich durch. Setz dich durch. Nicht richtig. Pokal können wir, aber wir haben auch bis jetzt keine richtig harten Gegner gehabt. Ich meine, Kaiserslautern war schwer. Aber es ist halt nicht der Übergegner wie Bayern oder sowas.
Und gegen Bayern haben wir auch noch nicht gespielt, ne? Das kann auch noch die übelste Klatsche werden. Come on! Abgewehrt. Eigenen Angriff aufbauen. Ja, und dann passe ich den so in die Mitte. Denn ist klar, dass wir daraus keinen Angriff aufbauen können. So, jetzt. Ach komm, schon, kontrolliert den doch. Alter, was ist das? Was sind das für Spiele? Aber egal, der Ball müsste jetzt geklärt werden und wir gewinnen 3-0. Was war das jetzt gerade, bitteschön? Hätte ich versuchen sollen, noch den rüber zu stochern, dann wäre es noch ein 4-0 gewesen. Aber egal, Tor ist Tor. Luke Bacchio mit seinem Doppelpack. Wir können ins Interview gehen. Nice one. Tell diesmal mit keinem Tor leider. Aber. Ebenso gewinnen Freiburg gegen Karlsruhe mit 4-0. Holstein Kiel gegen Darmstadt, Augsburg gegen Köln, Gladbach gegen Leverkusen, ja, Leipzig muss noch gegen Hannover, Frankfurt auch gegen Hoffenheim und Bremen gegen Stuttgart. Ach, Bayern ist schon raus, ne? Bayern ist ja schon raus. Beste Leben für uns. Oder sehe ich das falsch? Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Kein Problem. Glückwunsch zum deutlichen Sieg. Hätten Sie das gegen den ersten FC Kaiserslautern erwartet? Ja, das hätte ich. So wie heute sollten wir immer spielen. Wir haben gut verteidigt und offensiv standen wir sehr robust und effektiv da. Luke Bakke hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels? Es war sensationell. Er stand da, wo er stehen musste und hat genau das gemacht, was er machen sollte. Beste Leistung heute von ihm. Glückwunsch, Sie haben das Spiel schon vor der Pause entschieden. Waren Sie zufrieden mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft im zweiten Spielabschnitt? Wir haben gut gespielt, hätten vielleicht noch ein bisschen höher spielen müssen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel gegen Bremen. Danke, dass Sie bei uns waren. Kein Problem. Spielen wir überhaupt gegen Bremen? Oder laber ich jetzt irgendeinen Scheiß? Da steht's ja. Bundesliga gegen Bremen, Samstag. Alles klar. Und wie gesagt, wir zeigen ja immer ein kompaktes Spiel im DFB-Pokal. Dann geht's nächsten Samstag eventuell weiter mit dem Spiel gegen Bremen und Dortmund. Ja, und dann kommt Wolfsburg und Bayern. Also es werden sehr, sehr interessante Wochen. Wer ist eigentlich unser nächster Gegner im Pokal? Haben Sie das schon ausgelost? Wir spielen im Pokal gegen niemanden mehr. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Ach, die müssen ja heute noch spielen, deswegen spielen wir noch gegen niemanden. Alles klar. Wie gesagt, ich würde die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass